Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und Hoshida für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich wieder auf einem neu erstellten Twink. Jetzt muss ich gleich mal gucken, was für ein Server ich bin. Alleria war es, glaube ich. Und da möchte ich zwei Sachen kaufen. Die holen wir uns jetzt mal schnell raus, bevor sie weg sind. Und dann zeige ich euch die. Das sind nämlich die absoluten mega super duper Schnapper. Und ja, dachte ich mir, komm, das machen wir jetzt mal fix hier. Und zwar, was haben wir uns einmal gekauft? Wir haben blutige Würmbalk-Gamaschen. Würmbalk-Armschienen, das waren nicht die Gamaschen. Und die Würmbalk-Handschuhe, so rum. Ich dachte, das waren die Gamaschen. Oh, nee. Aber die brauche ich auch noch. Und zwar sind das zwei Leder-Items, die beide removed sind. Und zwar sind das Cuttercraft-Items. Da hatte ich mir in letzter Zeit ja schon ein paar geholt. Die brauche ich tatsächlich hier auch noch. Und jetzt habe ich eins für 5.500 und das andere für 4.500 gekauft. Ich würde sagen, die lernen wir gleich einmal. Und dann tragen wir die gleich mal in die Liste ein. Jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir sie? Das war jetzt hier alles gerade noch ein bisschen spontan. Eben hat noch bei mir WoW Thing rumgespackt. Jetzt ging es wieder und gleich die Schnapper noch geholt. Vor allem, die waren jetzt schon eine Stunde oder so drin. Ich kann es euch jetzt mal kurz zeigen. Die sind jetzt hier für 61 Minuten, ne? Normalerweise sind dann so removed Teile immer relativ schnell raus. Die anderen Cuttercraft-Items gehen hier bei 450.000 quasi los. Also da sind wir mit 5k echt wunderbar dabei. So, dann würde ich sagen, trage ich die einmal ein. Und zwar die Armschienen, die hatten wir gekauft für 5.500. Also machen wir mal 5.000. Oder ich mache einfach beide 5.000 dann. Ich mache hier mal die Tausenderbeträge in meine Liste. Dann suchen wir die hier auch. Jawollo, da haben wir schon mal das erste. Und dann schauen wir die anderen auch gleich noch. Die Handschuhe. Und die haben wir auch hier für 5k. Und mal gucken, ob auch die drin sind. Ah, die habe ich auch dabei. Wunderbar. Ja, zwei Teile für jeweils 5k ist doch super. Also ab und an findet man echt die Teile noch richtig günstig, ne? Also immer mal wieder sind da Leute, die anscheinend Altbestände rumliegen haben. So, dala. Als nächstes sind wir auf auch Hindun unterwegs. Und zwar habe ich da das Knappenhemd gefunden für 400.000. Sonst ist das immer bei ein paar Millionen, aber da jetzt hier die Expansion gestartet hat, The War Within, und einiges im Auktionshaus schief läuft, hat es auch diese ganzen Uraltpreise zusammengehauen, ne? Und dementsprechend haben Leute, die jetzt wahrscheinlich mal wieder alle frisch eingestellt, die Geschichten. Zwischenzeitlich war das Auktionshaus ja komplett down. Und ja, 400k ist fair. Sonst war das immer für einige Millionen drin, 2 Millionen aufwärt, teilweise für Cap. Und ja, jetzt haben wir es hier mal halbwegs günstig geschossen. So, jetzt würde ich sagen, holen wir einen Poschkasten raus und lernen das Ding auch einmal. Und dann können wir das auch in meine Liste eintragen. Wo haben wir sie denn? Also hier. Obwohl, nicht so ganz. Muss ich mal gucken, wo ich das Knappenhemd habe. Genau, das ist auch die richtige ID. Da gibt es nämlich verschiedene Knappenhemden. Und ja, jetzt werden es wieder ein paar weniger und dann können wir hier auch 400.000 eintragen. Ja, mal gucken, was wir noch so finden. Video hat jetzt gestartet, noch ein Dragonflight und jetzt quasi so der Übergang in die neue Expansion. Als nächstes bin ich auf Hial unterwegs und dort habe ich gerade ein Item gekauft, Baron Glutarts Zepter. Und da bin ich jetzt schon länger am gucken. Das war jetzt immer für 2, 3, 4 Millionen im Auktionshaus. Und ich habe es jetzt geschossen für 400.000. Das war jetzt die letzten Tage für immer ein bisschen den geringeren Betrag drin. Ich wollte es eigentlich schon für 500k rauskaufen. Dann war das Auktionshaus aber so verbuggt, dass ich es einfach nicht kaufen konnte. Und eigentlich mein Glück, weil es 100k gespart. Und habe es jetzt quasi für 400k gekauft. Das ist auch das Einzige, was EU-weit seit einem Jahr oder so drin ist. Und ja, eigentlich bin ich jetzt ganz froh, dass ich das nicht für ein paar Millionen gekauft habe, sondern jetzt für 400.000. So, ich würde sagen, das ziehen wir uns gleich mal an, lernen das. Achso, das ist jetzt sogar Kriegsmolken gebunden. Das kann ich jetzt hier sogar auf meine Warbank legen, das Teil. Und ja, dann haben wir jetzt wieder eins von den seltenen Removeden mehr. Jetzt würde ich sagen, tragen wir das in meine Liste ein. Also, wo haben wir ein Zepter?
hier oben gleich. Das können wir einmal rauskegeln. Und dann haben wir hier nochmal 400k. Und ja, aktuell sind jetzt, glaube ich, nur noch Sachen aus The War Within drin, aber die werde ich mir erst kaufen, wenn das Auktionshaus weniger buggt. Das tue ich mir aktuell nicht an. Da leckt alles so sehr. Und ja, die Sachen werden ja nicht verschwinden, aber bei den Removed muss man schon ein bisschen dahinter sein, tatsächlich. Als nächstes sind wir jetzt hier auf Arathor noch unterwegs und da habe ich spätabends noch ein Item gefunden, was interessant für mich ist. Und zwar einmal linkshändige Klinge. Die kostet hier 354.000, ist ziemlich viel, ist aber auch ein removedes Item. Und ich kann euch mal die EU-Historie einmal mit reinziehen. Und seht ihr, also da haben wir das eine Item jetzt. Das letzte Mal war es im Januar 2024 für Goldcap drin. Dann 2023 war es etwa für denselben Betrag drin, ne? Und das einzige Mal, wo es günstiger war, war 2022, da war es mal für 9k drin. Und seitdem ist nix. Damals gab es aber auch noch kein weißes T-Mog, ne? Also ihr seht, innerhalb von den letzten 2 Jahren war es jetzt nur ein Handvoll Mal drin in dem kompletten EU. Gibt es hier gar keine Historie. Also das ist schon ein sehr, sehr seltenes Item. Und ich würde sagen, das rentiert sich tatsächlich zu kaufen für 354k. Da habe ich sogar noch halbwegs günstig. Das wird wahrscheinlich das letzte Item komplett EU-weit sein, dass man sich quasi da holen kann. Gut, dann lernen wir das mal. Und ich würde sagen, den Rest packen wir jetzt hier mal drauf. Also das packen wir hier mal ein, zahlen wir das Gold mal noch ein. Vielleicht lege ich mir das irgendwo auf die Bank oder so, muss ich mal gucken. So, dann tragen wir es natürlich auch noch in meine Liste ein. Zwischenzeitlich habe ich noch ein paar andere Sachen geholt und zwar habe ich, warte mal, tragen wir das jetzt erstmal ein. Was haben wir gesagt? Wie viel haben wir gezahlt? 354, ne? 354. Und ja, ich habe mir noch ein bisschen Gear jetzt am Anfang von The War Within geholt mit Main. Hat mich so 143.000 gekostet, das war hauptsächlich Craft-Gear. Naja, vielleicht war es in der ersten Woche, wo man sich was craften lassen hat, nicht sinnig, das zu machen, aber naja. Zumindest ein bisschen was. Mit dem Priester habe ich mir auch nochmal ein paar Sachen aus Mahal gekauft. Und ja, jetzt sind wir quasi auf dem Niveau, wo ich hin wollte, bei 1,32 Millionen. Ich gucke ja immer so, dass ich etwa 1 Million ausgib pro Folge. Und ja, die haben wir diesmal rausgehauen. Waren einige removed Items dabei. Manche sehr günstig, andere eher nicht ganz so günstig. Und dann noch ein bisschen Gear für meinen Main und einen Priester. Und ja, dann sind wir tatsächlich durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne wieder bei der nächsten Folge. Euer Tela, bis dahin. Ciao.